Schmerz hat auch einen Anfang, komm, wir rennen zurück. Ich würde gern verstehen, was du mir nicht sagst. Was du mir nicht sagst. Und vielleicht weißt du so. Kauf dir mal Jella, denn mein Herz hat dein Knick, Knick. Hallo meine Lieben, was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Behind the Track. Dieses Mal geht's um Rennen zurück, featuring Forty. Forty, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Genau, ich habe den Song eigentlich schon vor über einem Jahr geschrieben und ich mochte den immer voll gerne, aber ich habe nie so richtig den perfekten Zeitpunkt dafür gefunden, weil ich ja mit meiner letzten Platte so ein bisschen in diesem Heartbreak-Thema drin war. Ja. Und der Song ist eigentlich aus einer ganz anderen Emotion entstanden, gar nicht in Bezug auf Liebe, sondern eigentlich um eine Person, die mir sehr nahe steht, ja, die eigentlich quasi mit Depressionen und halt einer psychischen Krankheit zu kämpfen hat und wie das ist für einen Angehörigen, für diese Person halt da zu sein, wo man weiß, okay, man kann das nicht beeinflussen. So, wenn es jetzt irgendeiner anderen Freundin scheiße geht, dann sage ich so, ey, wird doch alles gut, da liegt das Problem. Ja. Aber das ist halt so ein Grundfaktor, der da ist, den man irgendwie schwer verändern kann. Du hast den Part ja quasi schon mitgebracht. Habe ich im Flugzeug geschrieben, geschrieben, so geil. Und dann, wo du das dann halt das erste Mal ins Mic gesungen hast, war ich erst so, aber warum sagt er das? Und dann habe ich mich selbst versucht, so in dem Moment voll zu reflektieren, weil das ist ja wie wenn du in einem Gespräch jemanden von deinen Gefühlen erzählst und du hast schon eine Grunderwartungshaltung, was die andere Person antwortet. Aber ich fand das eigentlich voll geil, dass man denkt so, okay, hey, so hast du den Song aufgefasst. Ja. Du bist ein freier Mensch, ein freier Artist und du kannst ja darauf antworten, was du willst. Deswegen fand ich das eigentlich voll schön, dass der Song dann nochmal irgendwie so eine neue Ebene bekommen hat. Ja, ich habe es irgendwie anders verstanden, glaube ich. Aber ich habe auch nicht so jetzt 100% nur auf die Lyrics gehört, einfach so vom Gefühl irgendwie. Ich höre auch oft so aufs Gefühl einfach, was ich so habe, wenn ich den Song höre. Baby, ich komm von einem Ort, an dem es keine Liebe gab. Deshalb war ich oft so zu dir, doch glaub mir, ich mach's nie wieder. Ich komm nie heim, egal wie spät es auch ist. Ich weiß, dass du mir verzeihst, wenn ich dann neben dir lieg. Auch da muss ich jetzt dir nochmal an dieser Stelle große Credits geben. Das ging richtig schnell. Also ja, ich habe dir geschrieben und du hast mir, glaube ich, so 2 Minuten danach schon so geantwortet und ich war so geil. Und du hast dann so, ich höre jetzt in den Song rein, hast gesagt, Song ist geil, let's do it. Die Woche drauf waren wir dann in Stuttgart bei Menu und dann war ich so, ey, ich buche jetzt einen Zug, ich komme nach Stuttgart, wir nehmen den Song auf. Du hast aber den so Part ready mitgebracht. So lässt sich's arbeiten, würde ich sagen. Ja, ein bisschen haben wir noch verändert, aber ich mag das gerne so im Flugzeug oder so schon mal so vorbereiten. Ja, was eigentlich noch ganz lustig war, du hattest eigentlich auch produktionsmäßig kaum was auszusetzen, aber die ursprüngliche Demo hieß Schatten auf deinem Herz. Mhm. Und das war eigentlich so dein einziger Einwand und ich muss sagen, aus der Perspektive habe ich das noch nie gesehen. Ja. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du es gesagt hast, war ich so, okay, ich kann nicht mehr zurück auf den Titel. Ja, ich fand den Titel jetzt nicht schlimm, nicht, dass es falsch ist. Ich hätte auch nichts gesagt, aber du hast mich ja gefragt. Ja. Yeah. Und ich dachte, Schatten auf deinem Herz ist so ein bisschen schlagermäßig. Und dachte ich, vielleicht renn zurück, hört sich irgendwie, findest du nicht, hört sich irgendwie cool an. Also ich finde natürlich, dass diese Zeile schon sehr prägnant ist im Chorus und das ja auch so ein bisschen die Aussage des Songs ist, weil es ja nicht etwas ist, jemand ist scheiße drauf, weil ihm irgendwas Blödes passiert ist, sondern das ist so ein Grundmut, so eine Melancholie, die sich wie so eine Wolke halt über das Leben von diesem Menschen legt. Und ich weiß genau, nach dem Schatten auf deinem Herz hast du mich gefragt. Und das weiß ich auch, ich will dich nicht verändern, vielleicht nur ein Stück. Dein Schmerz hat auch einen Anfang, komm, wir rennen zurück. Was mir persönlich halt am Video sehr wichtig war, ist, dass es halt nicht zu... Es soll auf jeden Fall nicht plastisch sein und es soll auf jeden Fall so echt wie möglich sein. Also Van Dorn hat das erste Treatment rumgeschickt und ich war so, okay, das ist eigentlich vom Mut genau das, was ich möchte. Ja. Und vor allem auch, dass es halt die Ernsthaftigkeit behält. Also wir sind jetzt sehr in diesem melancholischen Vibe. Wir spielen viel mit Silhouetten und Schattenspielen. So. Ja. Wir haben hier eine wunderschöne Wohnung. So im Altbau-Style, haben da heute schon 2 Szenen gedreht. Mhm. Und jetzt bist du gleich dran und du wirst auch quasi im Gegenlicht performen und dann sind wir später nochmal draußen. Mhm. Und ich habe das allererste Mal, und ich hatte das bisher noch nie in der Musik, wie dass ich Darsteller und Darstellerinnen dabei habe. Hast du das noch nie? Nee. Was merkst du denn nicht auch, dass du gerade nur gefangen bist?
mit unserem Song kommt nicht nur der Song und das Video, sondern auch quasi meine ganze EP. Mhm. Da sind insgesamt 7 Songs drauf. Unser Song ist der Focus-Track, aber es wird noch 2 weitere Songs geben, die ihr nicht kennt. Die könnt ihr euch auf allen Streaming-Diensten anhören. Was das Besonderste an diesem Song ist, in dieser ganzen Platte, ist, dass er sich, glaube ich, inhaltlich am meisten abhebt. Ich glaube, der deepeste Song ist. Und du bist natürlich auch mein einziges Feature drauf. Deswegen macht das, ist meine Ehre, das Ganze umso besonderer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt euch alle anderen Behind-the-Tracks, die es zu den anderen Songs gibt, natürlich auch gerne anschauen. Aber schaut euch jetzt unbedingt das Video an. Und vielleicht weißt du es auch.